Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS25 auf der Galgenberg. So, wir starten. So, weiter geht's. Dann nehmen wir schon mal das Wohlgefällt ist das jetzt, wo wir die Mission angenommen haben, Silageballen. Das müssen wir mal kurz überlegen. Aber sollte so passen. Irgendwie eine Bodenunebenheit war drinnen, frisch gemäht. Nun ja. Attacke. So, das Gemäht haben wir da auch schon alles in Rom gebracht. Oh Gott, was ist jetzt los? Muss mir aber jemanden reisen. Aber gibt's Schlimmeres. Auch so ein bisschen Müdigkeit. So.
Soweit so gut, sprach der Knut. Rückwärtsgang. Also lass mich mal kurz was gucken. Hier ist doch so, so. Na, wie war das? Oder blieb oben leere Schreiben stehen, das ist schlimm. Hoffe ich zumindest mal. Und da geht die letzte Bahn rein. Dann haben wir's. So. Gehen alleine aus beim Brett zusammenklappen. Oh, jetzt holen wir uns die Presse. Und dann werden wir das alles in Ballen umbringen.
Ja, stimmt. Wenn die kehrt. Um hier ups, bei Losrad. Oh, passt alles. Zick. Auch das schon mal erledigt. Weiter geht's. Ja. War auch ziemlich nah an der Absperrung dran. Muss ich mal bei Gelegenheit gucken, wie weit das alles. Schön erwischt. Mist. Hat einen Wickler aus, wir wollen der einschalten. Wickler einschalten. Ja. Ballenwickler einschalten. Unten. Kamera. Und ist erstmal Position. Uni. Easy Def ist Uni. Ja, das ist okay, ist bin schon alt. Mal gucken, ob er wickelt.
In Eberl schief auch, naja, so ist es. Es ist, wie es ist. Ist Uli. Let's go. Oh, wir sind hier liegen lassen. Gebt uns alle Mühe. Mal schauen, ob uns das gelingt oder nicht. Nein, steht wieder was. Ecklechsel. Das war aber schmales Pressen und dann werde ich die Restebeseitigung machen. Ach, mal eins, dann kommt das andere. Immer Stück für Stück. Muss man eigentlich fast Runde 1 fertig haben. Gucken, ob wir das noch schaffen. In der Zeit, die mir noch bleibt. Oder ob das eher nicht der Fall ist. Jetzt ist eher auch noch nicht der Fall. Oh, egal.
So. Und da sind wir auch schon am Volk hineingekommen. Ich verabschiede mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.